Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Star Wars Knights of the Old Republic. Ich bin es, Adam Simafix. Das ist immer noch der große Held des Universums. Vielleicht jetzt noch nicht, aber es kommt noch. Kommt alles noch. Wir sind hier auf dem Planetaris, haben uns beim letzten Mal ein wenig umgeschaut, haben etwas über Verbrecherbanden gehört, die es hier gibt. Kopfgeldjäger sind hier auch unterwegs, das ist schön. Wir müssen zumindest einmal in die Kantine, in die wir gerade nicht reinkommen. Und danach müssen wir unsere Hauptaufgabe natürlich die Kapsel zu finden, wo hier die Bastille ist, aber die ist irgendwo in der Unterstadt, haben wir gehört, ist alles schlimm. Nehmen wir mal mit den Kopfgeldjägern. Ludwig meinte, ihr hättet eure Zahlung vergessen. Der Bundes ruft der Dienst und das Verschärfer. Hier, ich habe 50 Credits, eine Anzahlung. Damit habe ich etwas Zeit gewonnen, oder nicht? Sorry, aber eure Zeit ist abgelaufen. Jetzt heißt es alles oder nichts. Davik kann keine Leute brauchen, die ihre Schulden nicht bezahlen. Aber so viel habe ich nicht. Wie kann ich euch Credits geben, die ich gar nicht habe? Und das Verschärfer ruft der Geld tief. Hier vorne, du Riese, du liberale Wand. Nein, Hilfe! Warum hilft mir denn niemand? Die bringen mich um! Ich weiß, dass wir vorsichtig sein müssen, aber sollen wir wirklich zusehen, wie sie das arme Schwein wegbringen? Moment mal. Sieht aus, als hätten wir hier einen Zeugen. So. Und schon mal unser anderer. Der hat ja hier einen Revolver, oder? Cool, der will uns gar nicht hier. Doch, da. Zack. Zack. Und los geht's. Helle Seitenpunkte halten. Wunderschön. Komm. Komm, mein fertig. Der andere schaut ja eh dazu. Finde ich super. Lass den armen Mann hier in Ruhe. Der hat euch nichts getan. Vielen Dank. Ihr habt mir das Leben gerettet. Diese Kopfgeldjäger waren drauf und dran, mich mitzunehmen und umzubringen. Meine Frau hat mich davor gewarnt, bei Davik einen Kredit aufzunehmen. Jetzt kann ich ihn nicht zurückzahlen. Es ist nicht gut, einem Unterweltboss Geld zu schulden. Er wird mir noch mehr Jäger auf den Hals hetzen, bis sie mich erwischen. Ihr habt mir schon geholfen, indem ihr mich vor diesen Kopfgeldjägern gerettet habt. Wenn ihr nicht zufällig 100 Credits dabei habt, mit denen ich meine Schulden begleichen kann, könnt ihr nichts mehr für mich tun. Ich verschwinde hier, bevor noch mehr von Daviks Schlägern aufkreuzen. Und ihr solltet das Gleiche tun. Ich hätte mir ganz gerne 100 Credits gegeben, aber ich habe selbst keine 100 Credits da. So arm sind wir, Leute. Schon echt traurig. So. Oh, 50 Credits. Kumpel, ich hätte jetzt was. Ach, egal. Ach, egal, Leute. Ich laufe den da jetzt nicht hinterher. Ist mir doch viel zu langweilig. So, wo geht's denn hier lang? Gehen wir erstmal da lang und dann gehen wir auf die andere Seite. Sanitärstation, okay. Schau mal, was es hier so Schönes gibt. Könnt ihr nicht sehen, dass ich beschäftigt bin? Geht zu Zelka, wenn ihr etwas braucht. Nette Menschen gibt's hier schon mal. Bist du ein bisschen netter? Euer Aussehen verrät, dass ihr kein Taresianer seid. Dennoch seid ihr hier willkommen. Niemand soll sagen, dass Zelka vorn jemandem seine Hilfe verweigert hätte, bloß weil er kein Bürger von Taris ist. Heilung oder medizinische Vorräte? Was braucht ihr? Ich kann beinahe jede Verletzung oder Krankheit gleich hier behandeln. Abgesehen von der Rakul-Krankheit. Die schreckliche Krankheit bedroht Taris seit Generationen. Sie wird von den Rakul verbreitet. Das sind schreckliche Monster, die in den Slums unter Taris großen Wolkenkratzern hausen. Wenn man zu lange in den Slums ist, vermehren sich die Krankheitserreger. Und die Infizierten werden früher oder später selbst zu Rakul. Hirnlosen Bestien, die sich vom Fleisch anderer Wesen ernähren. Es gibt kein Gegenmittel für die Krankheit. Obwohl ich hörte, dass die Wissenschaftler der Republik in der Militärbasis hier auf Taris kurz vor einem Durchbruch standen. Dann kamen die Sith. Sie haben die Militärbasis übernommen. Jetzt gestatten sie niemandem Zutritt zu den Labors. Die Sith geben das Serum ihren Patrouillen, die sie in die Unterstadt schicken. Wenn ich doch nur eine Probe des Serums in meine Hände bekommen könnte, könnte ich Taris für immer von der Rakul-Krankheit befreien. Aber das geht wohl nicht. Ich weiß nicht, wie man an das Serum kommen kann. In der Militärbasis wimmelt es von Sith-Wachen. Es wäre Selbstmord, dort einzubrechen. Ich schätze, die Sith-Patrouillen in der Unterstadt haben kleine Menge des Serums bei sich.
Das heißt, wenn sie es nicht schon eingesetzt haben, um eine Infektion zu behandeln. Aber ich glaube nicht, dass eine Patrouille das Serum einfach so hergeben würde. Und niemand ist so dumm, eine Sith-Patrouille anzugreifen. Nicht einmal in der Unterstadt. Bitte sagt so etwas nicht. Wenn die Sith das hören, könnten sie auf die Idee kommen, ihr wollt eine ihrer Patrouillen angreifen. Sie könnten mein Spital schließen. Ich habe nur vom Serum gesprochen, weil ihr danach gefragt habt. Ich erwarte gar nicht, dass mir jemand das Serum beschafft. Also dann, kann ich sonst etwas für euch tun? Ich kümmere mich vor allem um das medizinische Zentrum, aber ich könnte wohl ein wenig Zeit erübrigen. Ich weiß genug über sie, um Angst zu haben. Ich habe von der Brutalität der Sith gehört. Ich weiß, was sie mit den Planeten anstellen, die sie erobern. Bisher haben sie mir nur ein paar allgemeine Fragen gestellt. Aber ich befürchte, dass sie dieses Spital eines Tages ganz schließen werden. Einfach so, weil es ihnen Spaß macht. Ich schätze, ich kann wohl nicht viel gegen die Sith tun. Ich kann einfach nur abwarten und hoffen, dass die Republik einen Weg finden wird, sie daran zu hindern, die ganze Galaxis zu erobern. Ich kümmere mich vor allem... Rettungskapseln der Republik? Nein. Warum fragt ihr mich so etwas? Ich weiß nichts. Die Rettungskapseln sind in der Unterstadt abgestürzt. Ich habe damit nichts zu tun. Die Sith waren bereits hier und haben die gleichen Fragen gestellt. Ich sage euch, was ich ihnen gesagt habe. Ich weiß nichts über die Rettungskapseln. Also, benötigt ihr sonst noch etwas? Lebt wohl und gute Gesundheit. Wenn ihr jemals medizinische... Da ist irgendwas ganz verdächtig. Schauen wir mal. Nur für Laborpersonal, Wir sind doch hier Dr. Maxi. Dr. Maxi, ich würde sagen, wir schauen mal da rein, was es da Schönes gibt. So. Verstanden. Und was ist hier? Mensch. Was macht ihr da? Geht nicht da rein. Die Tür ist nur für Angestellte. Ihr kennt die Soldaten? Aber wie? Oder seid ihr ein Freund der Republik? Ich schätze, ich sollte euch besser sagen, was hier vorgeht. Ich hoffe nur, die Sith finden nichts heraus. Seitdem die Raumschlacht dort oben tobte, hat man mir insgeheim republikanische Soldaten gebracht, die auf dem Planeten abgestürzt sind. Ich musste sie verarzten. Welche Wahl hatte ich denn? Ihre Verletzungen sind schrecklich. Die meisten von ihnen werden nicht überleben. Aber immerhin kann ich dafür sorgen, dass sie während ihrer letzten Tage keine Schmerzen haben. Immerhin sind sie hier vor den Sith sicher. Dafür schon mal herzlichen Dank. Es ist beruhigend, wenigstens ein paar dieser Männer in mitfühlenden Händen zu wissen. Ich wage kaum, mir vorzustellen, was die Sith tun, wenn sie die Soldaten hier entdecken. Doch die Sith waren nur einmal hier und haben mir ein paar Fragen gestellt. Vermutlich sind meine Befürchtungen unbegründet. Ich fürchte, es gibt nichts, was man noch für die Soldaten tun kann. Und jetzt entschuldigt mich bitte, ich muss nach vorne gehen, falls jemand hereinkommt, der meiner Hilfe bedarf. Okay, Leute, einige Imperialen, meine ich. Einige paar Republikkrieger, die unser Freund hier beschützt. Vielleicht sollte die Tür wieder zumachen, wäre, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Einen Augenblick mal. Ich möchte mit euch über das Rakgul-Serum sprechen. Ich habe da ein Angebot, das euch interessieren könnte. Zelka ist nicht der Einzige, der an dem Rakgul-Serum interessiert ist. Davik Kang wird euch 10-mal so viel zahlen als Zelka, wenn ihr ihm das Heilmittel bringt. Jetzt kommt schon. Jeder weiß, wer Davik Kang ist. Er ist der große Boss. Glücksspiel, Schmuggel, Erpressung. Er hat seine Finger in allem, was hier auf Taris geschieht. Ich sehe in ihm lieber ein Vorbild. Er hat mit gar nichts angefangen und jetzt hat er alles. Credits, Macht, Frauen. Das ist doch der gelebte tarisianische Traum, was? Davik ist an allem interessiert, aus dem man Profit schlagen kann. Er könnte ein Vermögen mit dem Serum verdienen, indem er es an die Kranken verkauft. Nicht so wie Zelka, der es praktisch verschenken würde. Ich werde es einfach leugnen. Wem glaubt ihr, wird er eher glauben? Mir oder jemandem von einer anderen Welt? Seid doch nicht dumm. Ihr habt mehr davon, wenn ihr das Serum an Davik verkauft.
Es ist ja schön und gut, Leuten zu helfen. Aber manchmal muss man sich selbst helfen, richtig? Ich sage euch, Davik wird euch eine Menge Geld für das Heilmittel bezahlen. Mehr Geld, als sich Zelka jemals leisten kann. Und natürlich können sich nur die Reichen das Serum leisten. Sollen die Armen doch verrecken. Wenn ihr das Rakgul-Serum findet, bringt es einfach Zax im Kopfgeldbüro. Er arbeitet für Davik und wird euch für das Serum das zahlen, was es wirklich wert ist. Ja, in deinen Träumen. Nee, Leute, dem Planeten geht's schon schlecht genug. Da würde ich sagen, wenn wir dieses Serum finden, was ich wahrscheinlich bezweifle, weil da müssen wir erstmal in die Militärbasis hier der Sys eindringen. Dann würde ich sagen, geben wir das eher hier dem lieben Onkel Doktor. Wisst ihr was? Irgendwie sind wir schon 3-4 Parts dabei und wir haben immer noch irgendwie nichts hinbekommen. Wir reden halt immer nur und machen eigentlich eine normale Tür. Cool. Eine normale Tür. Da kann schon mal nicht stimmen, wenn das so steht. Zu den Apartments? Wartet mal. Muss ich gerade überlegen, wo sind wir jetzt hier? Hier waren wir noch nicht, weil sonst würden wir die Karte nicht nochmal entdecken. Aber zu den Apartments heißt das nicht einfach, dass wir da wieder hingehen, wo wir hergekommen sind? Egal, Leute, wir schauen uns jetzt erstmal da hier noch das an. Da ist auch noch ein Gang. Und dann gehen wir hier zu den Apartments, auch wenn das eigentlich nicht die Apartments sein sollten. So, Druidengeschäft. Oh, das hört sich super an. Ich will einen Druiden kaufen. So, ich will einen Druiden. So. Unverständliche Rede. Ich will... Ja, hey Leute, der sieht cool aus. Den nehmen wir. Vielleicht auch lieber nicht. Der hört sich nicht so an, als würde noch lange was machen. Ach egal, kaufen wir trotzdem. Nishi la chorga kin kun pala mona reji ching pala niska mule tun rata tigin po drunko de sarcha doma wana konda tama wi tim embo rang thong mule ra on shaturing ni patoka wanga chon zi tse ika krotu haku jije watu yama kama wuna henak nek kipuna bona na kichu kin ba mule ra dwana tong kin ba no kudnok nek Kava numpa kum pialia monokata. Ranga kun bis kin nomoruat. Kakin chana guana bokon. Man möchte meinen, dass die Leute heute etwas toleranter wären. Ich schätze, Dummheit und Ignoranz kommen nie aus der Mode. Genchopa chawi ti chok twis yun kun. Watu yama kama wuna henak nek. Bugra shak kunti chi wa chawa. Dong abuk shami nonok. Chinapala mule. Tonki ba non tontek, tun ni chachon kun ne mule brabast. Kin kun shi kakchin awana wamata, ni shi la chorga kin kun pala mona reji, ching pala niska mule tun rata tigin po drunko, de sarcha doma wana konda tama. Kuyami shivu chikchita na patogta, ya fulke gogala jiji, ka wana bora atu gawa. Kanki do rakun watimi ala bola. Kakin cha na guat na bon kon. Wanakum bes, chi pala mulek, tonki pa nag nonek, tu nikton chun ki nemolek rabest, wuf mala nibo kurk. Bona na kachu, kicha badwang. Wanga kum kiba bu mule ra kakin chak nawa gawa bakon. Tonk kiba nukun nek. Tonga bok sha nak nong. Mucha shaka paka. Yi ki kun no ba mula draki chichon. Tangabun shan nong. Kakin. Wi ti membo rang thong, mule ra on shaturing ni patoka wanga chon zi tse. Ika krotu haku jije, watu yama kama wuna henak nek. Haku jikopa? Jin no mula rak kampiak, slim jo puan wandwana. Rundi I chawa tongbola Johnny ku, yuma wama nibo lora weisha waga shichi. Juhu, wir haben ein Druid. Ey, gehörst du jetzt zu unserer Crew, warte. Komm mit. Hallo. Du bist jetzt meiner, oder? Hey, komm. Er kommt. Komm. Oh, süßer. Komm, kleiner. Jetzt komm doch mit. Ey,
jetzt sind wir zu dritt, jetzt geht's bergauf. Da kommt da, jetzt geht's los, komm. Nein! Roboter! Nein, was machst du? Leute, Kaff! Was soll das? Was tut es? Du hast ja meinen kleinen Roboter kaputt gemacht, nur weil er immer nur mein bester Freund war. Was soll das? Hast du nicht mal aus dem Geschäft rausgeschafft? Randy E. Chawa, Tongbola, Johnny Ku, Yuma Wamani. Genchopa Chawi, Tichok, Twis, Yun Kun, Watu Yama Kama, Wuna Henak Nek, Bugra Shak, Kunti Chiwa, Chawa, Tong Abuk Shami Nonok. Kakin cha na guat na bon con. Wanakum bes. Chi pala mulek. Tong ki pa na nonek. Tu nik ton chun chun ki. Tong a bok sha na gnong. Kin kun shin shin kin. Nikin kun na bule mule raji kun. Chun china pala mule. Tong ki ba non tontek. Tu ni cha. Run. Also eigentlich ziehe ich nicht so gerne die Leute ab und eigentlich ist mein Guter, aber der hat mir ja meinen schönen Ruin gemacht. Ich habe mich jetzt schon so gefreut, dass wir einen neuen Kämpfer mit in unserer Truppe haben, aber von wegen. Ja gut, Leute, übrigens bis soweit kann ich das Spiel noch, den Roboter kann ich auch noch. Jetzt kenne ich mich aber nicht mehr aus und jetzt weiß ich auch nicht mehr, was wir tun sollen. So, darf ich da rein? Okay, du hilfst uns nicht. Ja gut. Also, wir brauchen SIF-Klamotten, um in die Unterstadt zu kommen. Interesting. Kümmern wir uns irgendwann mal drüber. So, was ist hier Cooles? So, schauen wir uns mal hier um. Hier ist so ein kleiner Raumhafen. Hallo? Bin ich das? Was soll ich da? Ich lasse jetzt, ich habe irgendwie einen Alarm ausgelöst. Und da ist der Militärstützpunkt. Ah, da müssten wir rein. Schauen wir mal. Können wir das aufmachen? Kein Problem. Nicht geklappt. Ist, glaube ich, auch besser so, weil ich glaube, es war ist keine gute Idee, wenn wir jetzt da uns in den Militärstützpunkt einbewegen. Wir haben eh schon hier eigentlich, sind nicht gut ausgerüstet. Ich meine, wir laufen zwar mal mit unseren coolen zwei Schwertern rum. Ich verstehe immer noch nicht, warum die uns jemand abgenommen hat. Aber ansonsten, naja. Wir müssen jetzt einmal schauen, dass wir in diese Kantine reinkommen und zum anderen schauen wir jetzt nochmal die Apartments an, weil es sind ja, theoretisch sollten es andere Apartments sein als beim letzten Mal. Glaube ich jetzt einfach mal, Leute. Wir laufen hier wirklich einfach planlos eigentlich rum. Wir müssen in die Unterstadt. In die Unterstadt kommen wir nicht. So ein Mist? Jetzt laufen die Penner schon in der Oberstadt rum. Geh doch zurück in die Unterstadt. Da gehörst du hin, Blödmann. Na, das ist ja allerhand. Ja, diese Straßen sind für die Bürger der Oberstadt. Aus dem Weg. Sonst gibt's Hiebe, verstanden? Nen Drink? Hey! Du bist in Ordnung. Hey, Jungs. Unser Freund hier spendiert eine Runde. Prost. Keine Chance. Vergiss es. Schluss jetzt. Wir sind spät genug dran. Ja. Ich schätze, du hast recht. Vielleicht beim nächsten Mal, Kleiner. Los, Jungs. Gehen wir. Betrunken, ja. Sehr nett. Okay. Die haben wir mal gut hier überredet. So sagt man es immer. Ja gut, dann gehen wir es einmal da noch rein. Und dann bin ich überfragt, was wir tun sollen. Weil dann gibt es eigentlich nichts mehr zu tun. Egal, schauen wir uns mal die schöne Architektur an. Fliegende Würste. Wunderbar. Zu den Apartments. Sind es unsere Apartments? Bitte lass das andere Apartment sein. Nördliche Apartments. Doch, das müssten dann vielleicht sogar andere Apartments sein. Das wäre richtig gut. Das wäre richtig gut. Ja, das sollten ja andere sein. Oder? Ja, die sind... Ja, das sind sicher andere, sonst wären die alle aufgesperrt. Lago Embargo hier. Gut, Leute, bevor wir mit dem lieben netten Lago reden, würde ich sagen, machen wir erstmal einen kleinen Cut und schauen uns dann beim nächsten Mal weiter hier auf TARDIS um. Bis dann, haut rein. Ciao.